Hallo, herzlich willkommen zu Schöner Singen, Laxvox Folge 2, Blubbern für eine schönere Stimme. Es geht jetzt darum, dass ihr lernt, wie ihr Laxvox anwenden könnt. Im ersten Video habt ihr ja schon gehört, was ihr alles braucht. Und jetzt geht es darum, dass wir schauen, verändert sich etwas in eurer Stimme oder nicht. Ihr sprecht mir deswegen einmal nach, Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag und achtet jetzt darauf, wie eure Stimme klingt. Also, ist sie ein bisschen belegt, ist sie ein bisschen angestrengt oder müde, ist alles gut, ist sie ganz klar, ist sie vielleicht ein bisschen hoch heute oder ein bisschen sehr tief oder rauchig oder was auch immer. Es geht nur darum, dass ihr euch merkt, wie eure Stimme klingt. Also, ihr sprecht mit mir zusammen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt merkt euch, wie die Stimme klingt. Wir machen nachher den Test dafür, ob sich was verändert hat. Jetzt nehmt ihr eure Flasche mit 6 cm Wasser und euren Schlauch oder euren Strohhalm. Und ihr legt den Schlauch auf eure Zungenspitze. Und die Zungenspitze verschwindet hinter den Zähnen, da wo sie immer liegt. Der Schlauch hat Kontakt zur Zunge. Und jetzt gebt ihr ganz entspannt Luft ab. Es ist nicht wichtig, dass ihr besonders lange Atemphrasen hinbekommt, sondern wichtig, dass ihr währenddessen ganz gleichmäßig Luft abgebt und gar nicht so viel, so dass das Wasser jetzt irgendwie bis fast nach oben rausspritzen würde, sondern dass es einen ganz gleichmäßigen Atemstrom gibt. Und ihr macht das nochmal. Der Schlauch hat Kontakt zur Zunge und ihr schließt den Mund so, dass keine Luft am Schlauch außen vorbeigeht. Jetzt ist es sehr wichtig, dass eure Wangen während der gesamten Übung ganz locker sind. Und dazu macht ihr mal so dicke Backen. Und schaut auch, dass eure Oberlippe damit involviert ist. Wichtig ist nämlich, dass ihr während der Übung nicht eure Oberlippe so verspannt nach unten zieht, also so, sondern dass das ganz locker bleibt. Und jetzt macht ihr das nochmal mit ganz lockeren Wangen. Einfach Luft abgeben. Ihr habt ja 6 cm Wasser in der Flasche und auch vielleicht eure Markierung. Und jetzt ist es so, dass der Schlauch Minimum 2 cm im Wasser sein muss, Maximum 6 cm. Das heißt, zwischen 2 cm und 6 cm könnt ihr jetzt gleich variieren. Ihr habt ja die Möglichkeit, den Schlauch so ein bisschen rauszuziehen, den kann man dann so festhalten. Jetzt geht es darum, dass ihr darauf achtet, dass das nicht anstrengend wird. Sobald es anstrengend wird, müsst ihr den Schlauch ein bisschen aus dem Wasser ziehen. Und wenn ihr gar nichts merkt, dann müsst ihr den Schlauch wieder ein bisschen ins Wasser reinstecken. Immer in dem Rahmen zwischen 2 und 6 cm. Und wir machen das nochmal. Jetzt nehmen wir einen Ton dazu und zwar auf den Vokal U. Das heißt, ihr singt in den Schlauch hinein U und habt da einen ganz großen Raum in eurer Mundhöhle dabei. Irgendeinen Ton. Super. Und jetzt versuchen wir die drei Komponenten da hinein einzubauen. Also, ihr braucht lockere Wangen und eine entspannte Oberlippe. Auf U. Im Idealfall fangen eure Wangen jetzt gleich an zu schwingen. Das soll so sein, das ist super. Und jetzt schaut ihr, ist das ein kleines bisschen anstrengend oder ist alles gut, und variiert nochmal mit der Höhe eures Schlauches. Hervorragend. Und jetzt singen wir ein paar Töne, und zwar zusammen.
Ihr nehmt von eurem Ton, mit dem ihr anfangt, geht ihr ein bisschen nach oben und ein bisschen runter und ab jetzt hört ihr nicht auf zu blubbern, bis ich Bescheid sage. Los geht's. Irgendein Ton auf U. Ihr atmet einfach entspannt nach und blubbert weiter und geht jetzt mit eurer Stimme ein ganz kleines bisschen nach oben, ein ganz kleines bisschen nach unten und schmiert so eure, fast so die Töne so in Wellen hoch und runter. Immer wieder auf U, lockere Wangen, ganz entspannter Hals. Gebt gleichmäßig Luft ab. Jetzt geht ihr ein bisschen weiter nach oben und ein kleines bisschen weiter nach unten. Schaut immer mal, ob die Höhe des Wasserstandes optimal ist für euch. Und jetzt geht ihr noch weiter hoch in die Höhe, richtig nach oben und richtig nach unten. Und wir versuchen zusammen auf U. Auf U. Lösen. Ganz lockere Wangen. Achtet darauf, dass ihr ganz aufrecht bleibt. Denkt an das U. Jawohl, super. So, das ist der erste Teil, um eure Stimme zu erkunden. Und wir schauen jetzt schon mal, ob sich irgendwas verändert hat. Ihr sprecht wieder Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag mit mir zusammen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. A, E, I, U, U. Zusammen. A, E, I, O, U. Hat sich irgendwas verändert? Ist eure Stimme vielleicht ein bisschen klarer geworden? Manchmal fühlt sich das heller an oder weiter oder gesünder oder weiter vorne oder präsenter, wie auch immer. Wenn ihr ein was davon gemerkt habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und ich freue mich drauf, dass wir gleich weitergehen können in die Tiefe und in die Höhe. Bis dann!